Harvick nach Stanhope führen. Und hier in der Gegend da, da wohnt Narimuda Alberg. Und das sind 250 Kilometer. Und wir werden so 3 bis 4 Stunden unterwegs sein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Kannst du ruhig auflassen. Ja. Die hätten wir eben schon bald für dich versaufen müssen. Das ist ein Haus da. Da ist der Jörg. Das ist etwas schön. Was? Was ist denn da? Golden Nuggets. Wo ist denn das her? Unten hier. Wo? Unten. Ja, ja. Da ist der Jörg. Wir sind hier beim... Hier sind wir beim Garten. Ein richtiger Pempel! Ja. Nee, da ist... Nee, nee. Da ist ein anderes Bundesland. Sorry, das ist ein anderes Bundesland. Die Schwaben sagen das Pempel zu. Nein, ich komme aus Aachen. Aus Aachen. Sehr rustikalisch hier eingerichtet, wie ihr sehen könnt. Mit einem wunderbaren Ausblick auf sein Grundstück. So, hier sind wir beim Albert. Wir wollen jetzt gleich mal zu seiner Goldmine gehen. Und vielleicht finden wir was. Heute dürfen wir ausnahmsweise mal alles behalten, was wir finden. Daraus denken die blinden Passagiere, die haben nicht bezahlt. Da hängen sie! Ja, Fahrkarte kaufen! Hey, was macht ihr? Sind wird man mal das Gold, was falsch ist, inspiziert. Kennerblicke, Fachleute diskutieren darüber, ob wir wirklich Gold gefunden haben. Das ist der Goldrausch.
Nein, ich kann dich aber filmen. Ich kann dich aber filmen. Jürgen kaut sich gerade am Bein. Reinhard. Ja, geh mal. Geh mal. Da kann ja nicht viel bei rauskommen, ne, wenn ich das filme. Ja, hier eine Brombeeren pinkeln, ne? Und dann essen. Das sind Germans, so leben wir, so leben wir. Aber wie lange, ha? Weißt du, das digitale System das ist, hier. Ist ideal. Ist ideal. Was? Nee, nee, jetzt ich den, nimm, noch, nee, nee, nimm schon auf. Ja. Nimm schon an. Ja? Ah, ja, ja, jetzt red noch Bullshit. Bullshit. Wir sind gerade bei Albert und seinem Brunnenloch. Leider bringt es zu wenig Wasser. Da hinten ist seine Hütte auf dem Berg. Du pumpst das raus, wo es gleich mehr. Ich mache nochmal einen Rundumschlag. Da hinten geht die Sonne unter. In Deutschland werdet ihr die jetzt haben, gleich. Also ich habe immer gedacht, ich würde schon Australien ein bisschen kennen, von der Weite. Aber was man hier so sieht, mitten auf dem Berg hat er seine Hütte gebaut. Wunderbar. Das ist Australien. Männer mit Bier. Hier sind alle Köche. Ob das alles auch was wird? Zu viele Köche verderbt den Brei, sagt man ja in Deutschland. Hier aber nicht. Nee, nee. Hat eine Idee, was? Ja, wenn er auch schmeckt, da habe ich nichts dagegen, ne? Ja. Und wo sind die Frauen? Da sind die Frauen. Da sind die Frauen. Wie es sich gehört, sind getrennt von den Männern, außer im Bett. Ja, gleich gibt es was zu essen. Ja, da habe ich noch zum Erik angerufen von hier oben vom Berg. Es hat wunderbar geklappt eigentlich. So, jetzt sehe ich mal wieder nach draußen zu den Männern. Das haben wir wirklich müssen. Ja, die Bibi wieder reingemacht. Und dann auch so keine. Ich kann. Ja. Kilometer? 6.500. Und für was soll der gut sein? Die sind also auf der anderen Seite. Meine, hoffe ich doch. Nicht, dass wir auf der falschen Seite laufen. Die sind nur, wenn sie anblocken, für das dann sind sie gefährlich. Wenn nichts mehr hast, dann denken sie, naja, da ist noch einer, ne? So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt hier an einer alten Goldmine vom Albert. Da geh weg da, Andreas! Warte mal, warte mal. Die hängt um Hals, ja, ist okay. Geh mal nach links rüber. Da unten kannst du irgendwo stehen. Mal in das Loch durch. Siehst du, wo die Leiter ist? Ja. Hier sind gerade Diskussionen, wieso man also hier keine Werkzeuge oder sonst was gefunden hat. Die Mine ist also über 100 Jahre alt, die war abgedeckt. Zufälligerweise ist eine Kuh eingebrochen hier und da hat man dieses Loch gefunden. Ich war gerade unten. Das hat schon was mit Leichtsinn zu tun. Nämlich ist absolut keine Sicherung da. Aber jetzt wird diskutiert, ob und wann man jetzt mal hier profihaft rangeht, um vielleicht aber mal Gold zu finden. Da sind die Jungs gerade beim Gold suchen. Nur drei Mann davon wissen, dass hier falsches Gold unter die Leute gemogelt wird, um den
Goldrausch zu führen. Mittlerweile sind drei Nuggets gefunden worden. Jürgen ist kurz davor, es zu glauben. Jetzt muss er gleich nur noch einen finden. Der Jörg platziert hier vielleicht einen. Mal sehen, was daraus wird. Und geh mal, was? Geh mal die Sonne. Du musst in der Sonne sein. Danke der Sonne. Ja. Ja. Ja, da ist ein Nagel. Den hast du gefunden? Ja. Gratuliere aber. Das Ding? Schau mal, wie viel ist das? Der Junge geht jetzt ins Office oder ist schon im Office und holt Unterlagen hier über den Nationalpark, den wir gerade durchstreifen mit unserem Motorrad. Beeindruckend ist ja hier dieser Felsen. Auch ringsherum liegen ganz große Felsen, im Durchmesser von 5 bis 8 Meter, so kleine Hinkesteine. Mein armer Scooter wird richtig geschändet hier, wo die ganzen Sandpisten sind, wird er richtig durchgeschüttelt. Mal gucken, wenn wir mal sauber gemacht haben, was alles kaputt ist. Hier sind wir gerade am Ayers Rock. Schöne Gegend, mitten in Australien, oh, aber nicht. Eine Straße, wer steht da? Lach mal! Aha, ich kann auch noch lachen. Jetzt fahren wir mal weiter. Das sind auch unberührte Landschaften, die man hier vorfinden kann im Nationalpark. Wir sind jetzt wieder beim Albert und erwarten den Sonnenuntergang. Bei Albert zu Hause, da werden schon unsere Steaks gegrillt. Und da gehe ich jetzt gleich mal hoch. Er steht wieder am Grill, Jürgen. Der bereitet das Gute vor für unseren heutigen Abend, damit wir was in den Magen kriegen. Wo sind denn unsere Steaks? Willst du was an den Deutschen noch sagen? Drüben? Nein, uns geht es gut. Und bleibt alle bitte in Deutschland, damit wir hier noch ein bisschen Land haben. Da ist der Albert. Hier kommen die Ratschläge für sexuelle Probleme. Das, keine Probleme. Lebensweisheiten. Er ist schon etwas älter. Jedenfalls, er tut so ab und zu mal. Mit Bier. Ja, da hinten geht die Sonne unter. In Deutschland geht sie auf. Da ist er. Mit dem Bild möchte ich mich verabschieden. Für heute und morgen fahren wir wieder nach Hause, nach Brisbane zu der Familie. Kennst du das Kind nochmal? Habt ihr keine guten Männer in Deutschland oder was? Okay, we got the pan. Albert Maria's take 2. Eine Song. Ja, nein, nein, nein! Go, go, go! Action! That's a good shot. There we go, everybody. Sibylla, move in. Move in. Sibylla, move in. That's it. No, I can't see your mother now. Okay.
Bin nicht. Ich bin Tschechien. Bitte. Sie, wenn everybody who sits on this table here, other than Albert, is not really a German. His history is in Czechoslovakia. Mine is today. Deutsche. Es war eine Katastrophe. My mother is half Polen. No. So we are all mixed. Einstein. Albert Einstein. Mit Einstein. Albert Einstein. Ja. Wir sind jetzt auf dem Heimweg. Durch diese wunderbare Landschaft fahren wir hier. Wir sind noch etwa eine Stunde von zu Hause weg. Und da hinten wartet der Jürgen.